Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Vor 2 Monaten ungefähr hatten wir hier schon mal eine Aktuelle Stunde zum Thema Hassrede und Hasskriminalität. Anlass waren damals unter anderem die Morddrohungen gegen 2 Mitglieder des Deutschen Bundestages. Und gestern wurde unser Kollege Karamba Diaby, der auch gleich noch sprechen wird, durch Schüsse auf sein Bürgerbüro Opfer eines perfiden Einschüchterungsversuchs. Solche Angriffe sind direkte Angriffe auf unsere Demokratie, und dem müssen wir uns entschlossen entgegenstellen. Aber Hass und Gewalt treffen vor allem diejenigen, die sich vor Ort in den Kommunen für das Gemeinwohl engagieren. Und ich möchte dabei auch an den schrecklichen Mord an Walter Lübcke oder auch an die anderen Anschlagsversuche gegenüber Henriette Reker und weitere Personen erinnern. Denn eines ist ganz klar: Es ging bei all diesen Taten darum, ein Exempel zu statuieren. Wer sich wahrnehmbar für einen humanitären, menschenrechtsorientierten Umgang mit Geflüchteten ausspricht, der muss mit dem Schlimmsten rechnen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen uns davon nicht einschüchtern lassen. Wir, die Fraktionen des Verfassungsbogens von der Linken bis hin zur CDU/CSU, müssen zusammenstehen und alles tun, um engagierte Menschen in der Zivilgesellschaft, in der Kommunalpolitik, in den Verwaltungen und Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, besser zu schützen. Und das ist auch bitter nötig. Laut einer Umfrage des Magazins Kommunal vom Juni letzten Jahres haben 40% der Rathäuser schon mit Stalking, Beschimpfungen und Drohungen zu tun gehabt. In jeder 12. Kommune wurden entweder die Bürgermeister, Verwaltungsmitarbeiter oder Mitglieder des Rates angegriffen. Das sind unhaltbare Zustände. Die Kommunalpolitik, das zivilgesellschaftliche Engagement in den Regionen sind das Rückgrat unserer Demokratie. Und eines ist dabei doch auch klar: Nötigung ist Nötigung, Drohung ist Drohung, Gewalt ist Gewalt und Mord ist Mord, egal aus welchen politischen Motiven sie heraus begangen oder wie auch immer sie begründet werden. Und das müssen wir auch so klar benennen. Die Zahlen aus dieser Umfrage sagen uns aber auch, dass diese Welle von Hass und Gewalt zu einem großen Teil eben rechtsextrem motiviert ist. Über 40% der Anfeindungen und Taten stehen eindeutig im Zusammenhang mit flüchtlingsfeindlichen Motiven. Und das ist kein Zufall. Rechtsextreme Strategien und Kampagnen mit ihren Resonanzböden im Internet und auch in den Parlamenten wollen diese Verrohung, sie wollen diese Gewalt. Aus Worten sollen Taten werden. Es soll ein Klima der Verunsicherung ins Land getragen werden, das eben diejenigen zermürbt, die sich positiv für unsere Gesellschaft engagieren. Menschen wie der Polizeipräsident von Oldenburg, der dem braunen Geist in der AfD mit klarer rechtsstaatlicher Kante begegnet, oder auch Menschen wie der ehemalige Präsident des Feuerwehrverbands Hartmut Ziebs, der vor der rechten Gefahr gewarnt hat. Solche Menschen werden angefeindet und sie erhalten sogar Morddrohungen. Das darf nicht sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Diese Menschen haben unseren Dank und unseren Respekt verdient. Und daher ist es richtig, dass diese Aktuelle Stunde auch Berufsgruppen wie Rettungskräfte und die Polizei zum Thema hat. Wir dürfen allerdings auch andere Berufsgruppen und Personenkreise nicht vergessen. Was ist mit den Sozialarbeitern? Was ist mit den Lehrern? Was ist mit den Menschen, die sich für Minderheiten einsetzen, in den Kirchen, Vereinen und Initiativen? Die Aufzählung ließe sich mühelos fortsetzen. All diese Menschen brauchen ganz dringend ein besseres Schutzniveau, und politische Maßnahmen müssen sich eben auch daran messen lassen. Und deshalb werden wir uns Ihre Vorschläge, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, wenn sie denn mal konkret auf dem Tisch liegen, auch ganz genau anschauen. Bei manchen Dingen schießen sie nämlich auch meilenweit am Ziel vorbei. So wäre zum Beispiel die Klarnamenpflicht doch das genaue Gegenteil von dem, was von Hass und Hetze Verfolgte brauchen. Was wir stattdessen brauchen, ist eine echte Reform zum Beispiel des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, ein verändertes Melderecht und damit einen viel besseren Schutz auch von Privatadressen. Wir brauchen eine Stärkung der Extremismusprävention und Demokratieförderung vor Ort. Es muss endlich Schluss damit sein, dass über allen wichtigen Initiativen das Damoklesschwert der Mittelstreichung schwebt. Und wir brauchen endlich eine Taskforce Rechtsextremismus beim Bundesinnenministerium als Anlaufstelle für die vielen 10.000 Menschen, die auf sogenannten Feindeslisten stehen, die im Alltag bedroht werden, die ganz dringend unseren Schutz brauchen, weil sie sich anders nicht helfen können. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die vielen engagierten Menschen unserer Gesellschaft erwarten,
dass wir dem Hass, den Einschüchterungen, den Drohungen und der Gewalt entschieden und vor allen Dingen auch wirksam begegnen. Und als Fraktion Bündnis 90 Die Grünen treten wir dafür ein, die konkreten Vorschläge in einem guten, konsensorientierten Geist zu diskutieren. Lassen Sie uns das bitte gemeinsam tun und damit glaubwürdig auch für einen anderen Stil der Auseinandersetzung in unserer Gesellschaft werben. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner in der Debatte ist der Kollege Josef Oster für die Fraktion der CDU-CSU.